Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Bin schon mal ein bisschen vorgegangen, danke für den Support der letzten Folge und ich würde sagen, let's go. Brüder, Schwester, Familie und Clan. Eivor, mein Vater macht sich zu seiner letzten Reise auf. Seien die Winde ihm gewogen. Die Edelinge haben ihre Totengaben abgelegt. Alle bis auf dich. Zeig, was du hast, und die Feier möge beginnen. Ich habe es hier. Was hat sie denn hingetan jetzt? Ein Schild, in den das Schicksalsnetz gewoben ist. Wie du dein Huger in unsere Leben geflochten hast. Mögen die Skalden von dir berichten, derweil die Götter dich umarmen. Feiere in den Hallen der Tapferen und Boah, Freien. Das sieht so schön aus. Steh mir zur Seite. Sprich mit dem Herzen, Hemingson. Heute betrauern wir das Scheiden von Jarl Heming von Snotingahamshire, meinem Vater. Unserem Vater. Er war eine Naturgewalt. Eine Stärke, die man fürchten und bewundern konnte. Nun ist er tot. Zusammen sind wir ein Beispiel seiner Größe. Ich sehe ihn in euch allen. Seine Liebe für die Schlacht, aber auch für den Frieden. Für Weisheit, Trauer und Freude. Seine Großzügigkeit. Seinen Huger. In euch sehe ich sein Leben. Und seine Liebe zur Med. Götter, liebte er das Saufen. Wir sind all das, weil er all das war. Vater, wir werden für unsere Kinder sein, was du für uns warst. Und wenn sie bereit sind, werden wir uns wiedersehen. Okay, was geht jetzt ab? Ja, heftig. Dass der gute Heming gestorben ist. Verabschiede dich von ihm. Sunifa, reite nach Hemthorpe und mach das Langhaus für das Ting bereit. Der nächste Jarl wird bald feststehen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hä? Okay. Oh oh. Gut abgerollt. Unser Pferdchen steht immer noch da, so. Hey, Brudi, hast mich vergessen? Bin hier immer noch.
Let's go. Die sind alle schon wieder blau, ey. Schenkten Sie Ihrem Jarl einen schönen Abschied? Das taten Sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unseren Namen zu erinnern. Das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting beginnt bald. Okay. Das Ting beginnt bald. Eivor! Ist dir nicht wohl? Die Bürde der Trauer ertränkt im Met. Okay. Und von einem Gedanken betäubt. Ich stehe zwischen diesem Mann und der Jarlwürde. Ihr steht Seite an Seite, Vili. Und einer von euch muss es sein. Mein Vater stellte uns Seite an Seite, weil er deiner Weitsicht vertraute. Okay. Was siehst du also? So betrunken du auch sein magst, sehe ich doch einen Mann voller Leidenschaft, Stärke und Liebe für sein Volk vor mir. Ich sehe einen Jarl. Mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen. Der andere ist einfach zu alt. Deines Vaters ein und mache ihn zu deinem. Nun gut. Geht doch. Gut. Lass es sie wissen, Stockarsch. Genau, Stockarsch. Leute von Hemtorp, von Ulkertorp, von Snootingham. Heute verschreibe ich mich euch, wie es mein Vater tat. Ich werde euer Jarl sein. Heming war ein Held. Nicht deswegen, wer er war, sondern wegen derer, die er anführte. Mit Tryggvi an meiner Seite, mit euch allen, werden wir ruhmreich sein. Du hast bereits gelernt, dass die Menschen kurze Reden mehr mögen als lange, Jarl Vili. Geht doch. Es wird dauern, bis ich mich an diesen Titel gewöhnt habe. Mein Vater leistete nie einen Schwur mit deinem Clan. Es war nicht nötig, denn ihr seid Familie. Und Stockärsche. Ich verkünde, dass Hemings Clan und der Raben ab diesem Tag eidgebundene Freunde sind. Nice. Nimmst du an? Natürlich, my friend. Du Arschling. Also. Sei redlich. Sei gerecht. Und lass von dir hören, Stockarsch. Das werde ich sicher tun. Nice. So, da Randvi uns ja sozusagen die Liebe nicht mehr gewährt, werden wir auf jeden Fall jetzt noch gleich mit ihr Schluss machen. Aber mit so einer können wir ja nichts anfangen.
So hart ist auch Elf. Das werden wir für den Rest eures kurzen Lebens bereuen. Rand wird davon erfahren wollen. Es wird Zeit, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Wird davon erfahren wollen. Es wird Zeit, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Ja, ja. Könnte Gutbahn sein, einer der unseren. Eine Freude, dich zu... Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snottinger Hamshir starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er ist nun ihr Jarl und er schwor, uns in Zeiten der Not beizustehen. So, jetzt wollen wir aber mit dir reden. Ich muss ehrlich zu dir sein, Randvi. Das mit dir und mir geht nicht. Es tut mir leid. Das ist ziemlich ehrlich. Wenn du dir sicher bist, dann wisse, dass es endgültig sein muss. Noch einmal lasse ich mir das Herz nicht brechen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich weiß, dass es nicht gehen wird. Nicht für mich. Schmerzlich zu hören und zuzugeben. Aber du magst recht haben. Es war töricht von mir zu glauben, dies könnte zu etwas führen. Ja, das bist du aber auch selber schuld, blöde Punt. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hören wir uns das noch an? Erzähl mir von Jofurvik. Haltam sagt, dort gibt es drei weitere Ziele. Wenn das wahr ist, hast du Glück. Unsere alten Freunde Hjör und Jufina haben sich in Jofurvik niedergelassen. Beide hatten Rang und Einfluss in Nordwege. Vielleicht können sie wertvolle Einblicke in die Stadtpolitik geben. Das würde mir die Arbeit erleichtern. Was sagst du also? Das wäre dann der letzte. Ich gehe gleich. Weißt du, wo ich Hjör und Jufina finden könnte? In einer neuen Stadt hört man sich am besten zuerst am Hafen um. Die Leute dort wissen mehr als ein gemeiner Bauer. Alles klar. War das nicht unser Gemächer? Nee, das war nicht so. Hier war das auch irgendwo. Uber Ragnarsson, du bist weit entfernt von deinem König. Eivor. Ja, es war ein weiter Weg über die Hügel und Felder Mercias und das alles, um dir zu danken. Mir danken? Du hast meinem Bruder seinen gerechten Lohn gegeben, trotz der Schwierigkeiten, die er dir und den Deinen bereitet hat. Ich konnte ihn nicht kontrollieren, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass der Allvater einen Nutzen für ihn finden wird. Dein Bruder wurde von einer Dunkelheit verfolgt, die er vermutlich selbst nicht verstand. Jetzt ist er da, wo er hingehört. Für wahr. Deshalb möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Ein Zeichen meines Respekts. Das ist aber nett. Danke. Setze es gut ein, Wolfsmal. Mögen wir uns bald wiedersehen. Auf dem Schlachtfeld, wenn uns das Schicksal gewogen ist. Eivor, auf ein Wort. Wer könnte Gutbahn sein? Einer der unseren? Tegla. Du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Linkolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Der Stämmigste hat mich vom Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Kein Problem. Finde raus, wer Gutbahn ist. Soll ich denn das herausfinden?
Das machen wir in der nächsten Quest, in der nächsten Folge. Diese Quest. So, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.